Moin. Moin, moin. Alexander hat gerade schon ein bisschen was von draußen gefilmt, so ein bisschen Drohnenaufnahmen und so. Jetzt sitzt er bei mir hier nebenbei. Wir sind hier auf dem 19 Hektar Schlag, unsere größte Fläche. Und jetzt bin ich hier wieder mit unserem großen, mit unserem 215er, unserem 5-Schar Lemken Juwel und einem 2,50 Meter Meierpacker zugange. Mit Nachläufer? Mit Nachläufer. Bin ich ganz stolz drauf. Und flüg hier. Genau, wir flügen momentan auf 28 cm Tiefe, damit wir halt auch die Zwischenfrucht wirklich vergraben, dass sie weg ist. Dass du beim Kartoffeln pflanzen, also ja, hier sollen Kartoffeln rein, ja. Dass man beim Kartoffeln pflanzen einfach die Zwischenfrucht nicht vor die Schare bekommt. Weil sonst schiebt das vor und dann hast du nachher keine schönen Dämme und was auch immer. Vor die Schare von der Pflanzmaschine, nicht vom Flug. Also nee, macht genau, vor die Pflanzmaschine. Dann hast du nachher da das alles am Vorschieben, du kannst noch keine schönen Dämme bilden und sowas, deswegen flügen wir halt sehr tief. Ja. Sehr tief, ja. Oder recht tief für Kartoffeln, normalerweise versuchen wir immer so 25 cm, heute flügen wir 28. Läuft ganz gut, der Trecker muss sich ein bisschen quälen, aber ja, dann ist das halt so. Da kommt man gut mit klar. Ja, wir haben jetzt eine Motordrehzahl von ungefähr 14 bis 1500, da pendelt er ein bisschen und wir wollten eigentlich 8 km/h fahren, der fährt dann immer so 7,5 km/h. 7,5, 7,7 irgendwo da pendelt er, aber das passt schon. Genau, aber 5 ja. Schar, relativ tief, mit Nachläufer halt, das kostet ja auch alles Leistung. Ja, alleine der Packer mit Nachläufer komplett. Das Ding ist über 2 Tonnen schwer. Also, ohne die Rückverfestigung. Ja, ist ja auch richtig. Aber da steht er nochmal. Alleine dafür. Mach mal leid, bin noch einen Zentimeter weiter zurück. Ich glaube, alleine dafür sind bestimmt 30-40 PS weg. Ja, doch, hätte ich auch gesagt. Also nur 28 cm tief flügen hatte er eigentlich nie Probleme, dieser Trecker. Da kommt er immer gut mit klar. Ja, sonst haben wir auch immer mit einem kleinen geflügt. Ja, haben wir auch schon gemacht. Ja, das passt schon mit dem Großen, beim Drillen, aber oft dann auch mit dem Kleinen. Genau. Aber dann teilweise auch ein bisschen flacher. Aber genau. Aber jetzt mit dem schweren Packer und so flügen wir halt eigentlich nur noch mit dem Großen, damit halt auch die Leistung ein bisschen da ist. Ja, richtig. Ja, was kann man noch sagen? Ich bin heute Morgen um 6 Uhr angefangen, habe erst den Packer halt zur Fläche gebracht. Der ist halt so hundeschwer. Es gibt ein paar Bauern, die machen das, die haben einen Gewichtsklotz in der Front und packen dann noch den Packer da vorne mit vor. Aber dann bist du mit den Achslasten, zumindest bei unseren Treckern, mit den Achslasten vorne von der Vorderachse so überladen, dass wir sowas nicht machen. Wir haben auch gar keinen Gewichtsklotz, mit dem wir das machen könnten. Aber wir haben jetzt auch einen Gewichtsklotz vorne, eine Hydraulik, gute Tonne ungefähr. Ja, einen Gewichtsklotz brauchen wir, sonst funktioniert das nicht vernünftig mit dem Packer. Ja, und man hat ja auch mehr Schlupf, ne? Genau. Deswegen habe ich heute Morgen dann erst eben den Packer zur Fläche gebracht. Dann habe ich den Flughinder gespannt und so gegen 7:30 konnte ich dann anfangen zu flügen. Eben alles eingestellt und seit 8:30 ungefähr läuft das richtig gut. Die erste Fläche, wo ich war, das war eine 7,5 Hektar Fläche. Da kommen morgen schon Kartoffeln rein. Am 29. März pflanzen wir die ersten Kartoffeln. Zurück, ne? Das ist doch schön. Ich habe heute auch noch einen Snapchat-Rückblick gehabt, wo wir das erste Kartoffelland von vor 2 Jahren fertig gemacht haben. Ja, genau. Darum, die 7,5 Hektar, habe ich jetzt schon geflügt, bis auf das Vorgewende. Das pflügen wir erst, wenn die Kartoffeln in der Fläche so weit drin sind. Ja. Und jetzt bin ich halt hier auf der 19 Hektar Fläche. Ich würde behaupten, 5 Hektar habe ich davon auch schon bald umgedreht. Ja, 4, 5, irgendwas in die Richtung. Mal gucken, wie weit ich überhaupt noch komme und dann kann morgen der Lehrling weitermachen, weil ich darf mich dann aufs Kartoffelpflanzen kümmern. Genau. Johannes muss auch auf Geschäftsreise und deswegen bleibt das dann an mir hängen. Ja, wir haben heute von Hoping einen dritten Trecker geliehen. Mit Frontlader vor und eine Kartoffelkiste, weil dann der Kartoffelkiste haben wir vom Nachbarn quasi, die hat er sich bauen lassen, weil er halt auch die jetzt fürs Pflanzen braucht und die haben wir dann von ihm geliehen, der Trecker vom Mobbing. Ja, genau, und da muss Sebastian halt ein bisschen sich ums Pflanzen kümmern und halt vom Anhänger
die in den Frontlader oder in die Kartoffelkiste und dann in die Pflanzmaschine laufen lassen. Ganz genau, so ist zumindest der Plan. Mal gucken, wie das morgen klappt. Ich brauche nachher auf jeden Fall die Kamera eben mit. Du kannst morgen mit Sicherheit kurz mit der Drohne wieder herkommen, dass wir ein paar coole Kartoffelpflanzaufnahmen machen. Das kriegen wir alles hin. Ja. Nee, genau. Was wir noch sagen können, will ich wohl noch eben sagen. Was kommt jetzt? Hast du die weißen Stöcker mitgebracht? Hast du natürlich nicht gedacht. Wir haben am Ende der Fläche, habe ich 18 Meter weniger Gülle gefahren. Das wollten wir jetzt eigentlich mit weißen Stöckern abstecken, hätte Alexander dran gedacht. Ja, ich komme gleich wieder. Ja, alles gut. Damit wir wissen, wo genau das war, weil da machen wir jetzt mal was ganz Neues. Wir wollen dieses Jahr, Belana heißt sie, glaube ich. Ja, richtig. Genau, irgendwo 700 Kilo Pflanzgut Belana haben wir. Richtig. Das hier reicht so für 0,25 Hektar. Weil Johannes möchte jetzt in die Direktvermarktung einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon sagen dürfen. Ich glaube auch schon. Also ja, sonst musst du Johannes noch fragen und das rausschneiden. Ja. Aber also die Sachen sind eigentlich so weit dingfest gemacht. Also ja. Wir kriegen zwei Verkaufsautomaten. Die stehen dann vorne bei uns an der Hofeinfahrt oder so ist jetzt der Plan. Ja, also in einem Gartenhäuschen oder in einem Container, das ist noch nicht ganz klar, wie wir das machen. Richtig, genau. Also irgendwo. Oi, oi, oi. Genau. Damit erreichst du nicht. Genau, und da wollen wir halt so ein kleines Häuschen fertig machen. Da wollen wir zwei Direktvermarktungsautomaten hinstellen. Und da wollen wir halt unsere eigenen Kartoffeln verkaufen, eigene Möhren. Ja. Auch noch viele weitere Produkte, wo wir gerade noch dran arbeiten. Aber da kommen noch ganz sicher ein paar Videos von, wie wir das halt erstmal alles aufbauen und was für Produkte reinkommen. Und da müsst ihr auch unbedingt vorbeischauen, dass dass sich auch alles lohnt und ihr auch mal ein bisschen die Nähe zum Verbraucher und vielleicht zu uns auch mal bekommt, sag ich mal. Ja. Ja, genau. Nee, aber deswegen musst du gleich noch einen weißen Stöcker holen, weil wenn ich einfach alles schwarz mache und alles umflügt, dann weiß ich nicht mehr, wo ich weniger Gülle gefahren habe. Und morgen macht dann der Lehrling weiter. Genau. Aber die Fläche hat Sebastian jetzt ja schön angefangen. Ja, der kann jetzt nur noch. Ich würde sagen, die nächsten 10 Hektar sind nur noch hoch und runter. Kann er sich erst mal ein bisschen mit beschäftigen. Kann er sich einen Tag mit austoben. Und dann am Mittwoch wollte ich hier das Vorgewende pflügen. Dann das wollte ich gerne selbst machen. Aber da sehen wir dann mal, wie das wird. Ja, Sebastian, unser kleiner Flugprofi. Da darf man auch nicht zu viel mitreden. Aber es passt auch immer und ist auch immer tipptopp. Also hey, da kann man nichts gegen sagen. Ich versuche da Kunstflüge draus zu machen. Das ist Kunstflüge, ja. mich stört die Furche heute schon so extrem. Irgendwas passt hier überhaupt nicht. Aber ich filme mich lieber nicht, ne? Die ist ja so krumm und schief. Das lassen wir lieber. Aber so schlimm ist auch nicht. So schlimm ist es nicht. Aber nee. Gerade so Vorgewände und sowas und Teile und sowas, da nehme ich mir immer extrem viel Zeit, dass ich das richtig schön habe, dass wir da nicht mehr grubbern müssen, sondern dass wir wirklich in das Geflügte sofort reinpflanzen können. Und das dauert dann, aber dafür hast du auch einen Teil geflügt, der ist 1A. Ja. Dann hat man da richtig Spaß beim Spritzen, weil genau, er keine Löcher hat und sowas. Genau, das ist eigentlich so die Hauptsache. Nachher auch Boden und so klappt alles besser, du hast vernünftige Dämme und alles. Deswegen, das dauert dann immer alles ein bisschen. Aber ja, ich mach's gerne und so langsam werde ich doch einfach gelassen. Das ist so. Das heißt nur Sebastian, mach mal und dann mache ich das auch. Ja. Nee, mal gucken, wie weit ich auch noch mache. Ja, richtig. Dann seht ihr jetzt erstmal ein paar Drohnenaufnahmen, welche ich gerade natürlich gemacht habe. Und Sebastian erzählt euch gleich schon noch ein bisschen mehr. Also, mal bis gucken. Gleich. Das meiste gut gesagt, aber irgendwas fällt mir wohl ein. Wollte sagen. Also, viel Spaß beim Blechporn.
Trottelrübe CR70. Du meinst ja, ich nehme euch beim Wort, also mit den spannenden Neuerungen in diesem Jahr. Auf alle Fälle, Direktvermarktung ist schon mal eine sehr spannende. Und dann kommen natürlich auch ein paar spannende Kulturen noch dazu. Also auf alle Fälle, sei gespannt und seid alle gespannt. Ja, mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Johannes, der hat ja so viele Ideen immer. Wir haben irgendwie alle viel zu viele Ideen, aber können die leider gar nicht so viel umsetzen, weil wir die Zeit dazu leider nicht haben. Aber so damals, als wir groß geworden sind, Papa hat drei Kulturen gehabt. Weizen, Mais, Kartoffeln. Das war's. Jetzt sind wir schon bei 6. Und sagen wir, dann ist halt Gerste dazu gekommen. Dann, Rapsamenvermehrung. Dann die Rapsamenvermehrung und die Möhren jetzt. Ja, genau. Ja, und jetzt dieses Jahr dann halt noch die Speisekartoffeln. Ja. Also die Belana. Belana. Genau. Und dann kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten, die überlegt sind. Eigentlich noch drei Kulturen dazu. Ja, stimmt, drei. Ja, drei. Ja, aber da gibt es dann andere Videos. Wir brauchen ja auch nicht alles verraten. Also. Mal gucken, wie das auch läuft. Das ist ja erstmal dieses Jahr ein Versuch. Aber ja. Wenn man so direkt vom Markt anfangen muss, muss man ja auch ein bisschen was bieten können. Ja. Und wenn man dann die Kartoffeln das Jahr über auf YouTube gesehen hat, wie die gewachsen sind etc. und dann nachher wirklich die kaufen kann, ist glaube ich schon ganz cool. Ja. Und mich würde auch unbedingt mal interessieren, weil es gibt ja auch relativ viele Zuschauer, welche auch eigene Kartoffeln anbauen oder Ackerbauer sind. Wie ihr jetzt bei der Kartoffelpflanzsaison anfangt, ob ihr auch komplett pflügt oder ein Lohnunternehmer hier aus der Gegend macht ganz, ganz viel oder eigentlich alles. Hat vier Maschinen und die haben alle eine Imans-Spatmaschine. Genau, richtig. Gepflügt wird eigentlich gar nichts mehr. Gepflügt wird davon nicht. Dann wird viel gegrubbert einfach, Gülle drauf, dann grubbern. Ja, und dann? Und dann mit Imans dadurch. Und dann ist Kartoffelland fertig. Und wir schwören ja eigentlich noch da drauf, komplett pflügen. Und dann seit letzten Jahr sofort mit Nachläufer hinterher. Gefällt uns auch eigentlich sehr gut. Richtig. Also, wie seht ihr das oder wie macht ihr das? Würde mich mal interessieren. Wir pflügen jetzt ja auch relativ tief. Ob ihr jetzt so 20 oder auch 25, 30 pflügt? Ja, 30 ist ein bisschen tief. Gerne auch, was für Sorten ihr überhaupt habt, weil wir bauen eigentlich fast ausschließlich Pommes-Sorten an. Ja. Also auf diese Fläche zum Beispiel kommt eine Zorba. Es ist eine sehr längliche Knolle eigentlich. Ja, so. Und weißfleischig, wenn ich es richtig habe. Ja, ist er. Die dann halt einfach durchs Gitter geschossen wird, Pommes rausmachen und die könnt ihr dann bei McDonald's ab dem Herbst essen. Ja, wir haben auch noch Johannes hat einen sehr spannenden Podcast mit McDonald's zusammen gemacht. Verlinke ich euch auch hier irgendwo. Genau, da geht es dreiviertel Stunde, wie lang der ist. Ja, dreiviertel Stunde. Eigentlich so die Landwirtschaft, das ist echt gut geworden. Ja. Und bei uns eigentlich fast ausschließlich Pommeskartoffeln, wie gesagt. Wir haben jetzt hier sogar nur noch zwei Sorten. Normalerweise haben wir immer so drei Sorten. Zorba und Melina, ne? Zorba und Chinoa. Achso, Chinoa. Melina ist rausgekommen. Ah, okay. Und dann bauen wir auch noch dieses Jahr neu Fontana an. Aber das ist noch wieder ein anderes System. Also doch wieder drei Sorten und dann die Belana, also sogar vier Sorten. Aber die Belana ist ja nur eine ganz kleine Ecke. Ja, ja, aber was ihr so anbaut, weil es gibt ja wie viele verschiedene Richtungen, also diese Pommeskartoffeln, Stärkekartoffeln, Speisekartoffeln. Chips. Und Chips. Ja. Aber Chips hast du, glaube ich, ziemlich dieselben Sorten wie bei den Pommes, wenn ich es richtig habe. Das weiß ich gar nicht, weil du hast, musst du ja auch so ein goldbraun eher haben und nicht so ein weißliches Fleisch. Kenne ich mich auch nicht so mit aus, aber. Ja, wir haben da auch absolut eigentlich nichts mehr zu tun. Wir können Pommes. Ist so. Aber die schmecken gut. Ja. Ja. Genau. Könnt ihr mal alles in die Kommentare hauen. Auf alle Fälle. Auch falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was wir hier überhaupt für Blödsinn machen, schreibt rein. Man kann nur lernen. Untereinander Austausch ist immer super. Ja. Genau. Aber wir glauben, dass wir das einigermaßen vernünftig machen. Doch. So ist mit unser Stand. Also haben wir das ja auch die letzten Jahrzehnte so verfolgt mit Pflügen und dann Kartoffeln reinlegen. Und die Erträge, die sprechen eigentlich für sich. Also ich glaube, verstecken brauchen wir uns nicht mit für unsere Böden und dann halt die Erträge, die wir haben. Die hohen Sandböden, die wir hier so haben. Ja, genau. Wie viele Punkte haben die? So 20, 25? Ich weiß nicht, wie viele wir hier haben, aber irgendwas zwischen, ich glaube, die schlechteste Fläche von uns hat 18. Zwischen 18 und 25, maximal mal 30. Also gut ist nicht. Ja, und hier bin ich gerade im nassen Loch, da quält sich der Träger gerade ein bisschen mehr. Ah,
aber ist halt so. Tacho sagt 7 km/h, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keine 7 sind. Nee, sind es auch nicht. Eigentlich so ein bisschen größeres nasses Loch haben wir hier in der Fläche und leider ist hier nirgendwo ein Graben oder irgendwas, wo wir Wasser hinlaufen lassen konnten. Deswegen hilft da nur abwarten, bis es abtrocknet. Also es ist auch abgetrocknet, nur dadurch, dass wenn es halt über den Winter die Staunässe gibt, dann verdichtet sich der Boden ja einfach. Der wird härter und dieser harte, schwere Boden, ja, da ist der Trecker dann halt ein bisschen an der Leistungsgrenze. Also theoretisch können wir uns auch als nächsten Trecker einfach 40 PS mehr kaufen. Ja, wenn du 20.000 Euro mehr hast, dann kommst du noch nicht wieder hin. Ja, also eine. Nee, es gibt ja jetzt den 6230. Stimmt. Ja. Naja, mal gucken. Und sagen, bis jetzt läuft der noch sehr, sehr gut. Die laufen super, unsere Trecker. Aber mehr Leistung ist nie schlecht. Aber der Trecker einkaufen, das ist Sache von Johannes und Papa. Da haben wir nichts mit zu tun. Genau. Wir dürfen unseren Senf einmal zugeben, aber das machen die. Ja. Ich habe jetzt auch die weißen Stöcker mitgebracht. Habe ich gerade geholt. Also genau. Hier seht ihr sie besser. Dann stecken wir gleich erstmal unsere Belana ab. Ganz ungewohnt, wieder auf seinen zwei Beinen zu stehen, ey. Oh. Schlimm, ne? Wenn man da 12 Stunden drauf sitzt auf der Karre, nur mal zwischendurch kurz 2-3 Meter geht. Das merkt man. Naja, genau. Wir sind mal eben kurz abgestiegen, mal eben kurz 3-4 Minuten was anderes machen, weil, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier bin ich einmal so quer gefahren mit dem Güllefass. Da soll die Belana hin, oder was? Genau, du hast es erfasst. Hier kommt gleich die Belana hin. Also bis hier? Jo, warte. Genau, zwischen den beiden Dings, da soll die Belana hin. Stecke ich hier meinen Stock rein. Richtig. Da habe ich, bin ich schneller gefahren, habe ich weniger Gülle ausgebracht. Weniger Gülle einfach aus dem Grund, damit die lagerfest wird. Weil wir wollen die Belana dann ja mehrere Monate anbieten und nicht so wie die Zorba nur als Frischware weg. Deswegen, damit sie lagerfest ist, haben wir einfach mal ein bisschen weniger Gülle gefahren. Es kommt ja auch im ersten Jahr jetzt hier nicht so auf den Ertrag drauf an, sondern einfach mal ausprobieren, versuchen machen. Qualität. Und dann auch noch Qualität. Die passende Qualität abliefern, damit ihr da eine schöne, festkochende Kartoffel habt, die ihr dann mittags verspeisen könnt. Und die natürlich auch gut schmeckt. Und die gut schmeckt. Und das halt dann mehrere Monate lang, damit wir lagern können. Richtig. Genau. Ja, jetzt haben wir hier unsere zwei Stöcker hingestellt. Der eine da, der andere da. Oh, mit der Sonne sieht man wahrscheinlich gar nichts. Klaro. Weil hier sind halt genau diese 18 Meter, diese 3 Bahnen, die ich weniger gefahren habe. Wenn ich alles richtig überlegt habe, mit Rechnen und was auch immer und Computeranzeigen und sowas, müsste links daneben eine Fahrgasse sein und rechts daneben eine Fahrgasse sein. Und diese Bahn müssten so durchschießen, ohne Fahrgasse, ohne nichts. Oh, ich glaube, jetzt war ich gerade ein bisschen nah dran mit meinem Gesicht. Ah, das geht schon. dass wir da keine Fahrgasse und nichts drin haben, dass wir wirklich nur 1A-Qualität haben. Genau. Jetzt eben wieder runterfahren, runterflügen und an andere Seite kannst du die Stöcke auch eben reinstecken. Dass wir das haben, dass wenn unser Lehrling morgen flügt, dass er das weiß, dann eben die Stöcke rausnimmt, eben drüber flügt und dann auch wieder reinsteckt. Dass wir halt einfach genau dieses Feld nachher auch treffen beim Pflanzen, weil sonst wäre das alles ärgerlich. Wäre ein bisschen dämlich. Wenn man so viel macht und tut und so und dann klappt das nicht, weil man dem Lehrling nicht gesagt hat, er soll da eben aufpassen und das nicht einfach umflügen. Ist so. Ja, ne, aber soll wohl klappen. Genau. Boah. Sieht ja einfach schön aus, ne? Einfach schönes Gespann. Gestern die Karre noch komplett gewaschen, mit Schwamm und alles. Einen Tag geflügt und er ist schon wieder dreckig. Ich weiß gar nicht, wie das angehen kann. Aber er hat auch schon 12 Hektar mit Sicherheit umgedreht heute. Naja. Falls nichts mehr kommt, dann noch einen schönen Abend, schönen Tag. Abonnieren, Kommentare schreiben, wie gerade gesagt. Und einen Daumen nach oben. Einen Daumen nach oben wird mir da gerade noch gesagt. Wenn es euch gefallen hat und ihr auf alle Fälle mehr sehen wollt, immer Daumen nach oben. Das freut mich immer extrem. Und dann weiß man auch, wie das Video angekommen ist. Genau, wer noch nicht abonniert hat, wirklich unbedingt abonnieren. Ja. Wir müssen bald noch
Ja, 5000 Abonnenten haben wir ein bisschen verpasst, aber eigentlich wollten wir noch ein Special rausbringen. Müssen wir mal gucken, was da noch kommt. Ja, wenn wir mal Zeit haben. Sebastian musste Klausuren schreiben, jetzt muss ich diesen Freitag noch eine Klausur schreiben. Er Klausuren schreiben, jetzt ist auch mit Kartoffelland und dann bei Maisland so viel zu tun. Vielleicht kriegen wir noch mal einen Sonntag oder so, wo wir uns noch mal ein bisschen Zeit nehmen können. Ja, genau. Genau. Da wird wohl auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Deswegen selbstverständlich. Drauf freuen könnt ihr euch da. Also, jeden Sonntag um 10 Uhr kommt ein neues Video. Ja. Und dann bis zum nächsten Sonntag, ne? Tschö. Tschüss.